So, zwei Episödchen hätten wir da noch bei Minigos. Ich habe die kurze Aufnahmepause genutzt, mich mit dem Entwickler in Verbindung zu setzen, um mal zu fragen, wie man sich hier heilt. Und wahrscheinlich habt ihr es mir schon längst in die Kommentare geschrieben, wie blöd ich bin. Ja klar, heilt man sich, ne? Hier, ihr seht es in diesem roten Kreuz-Hilferaum, Erste-Hilferaum, Medbay, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Ja, man sollte nur halt die Roboter, die da drin ihren Dienst verrichten, nicht abschießen, sondern sich von denen heilen lassen. Ich glaube, das werde ich euch mal präsentieren. Ich habe nämlich schon wieder nur noch 4 HP. Und so viel Zeit muss sein. So. Wie gesagt, die kann man abschießen. Man kann aber auch einfach stehen bleiben. Und sich heilen lassen. Ganz schön doof von mir, oder? Nun gut. Machen wir mal zurück und dann muss ich nochmal gucken. Jetzt müssen wir den ganzen Weg da runterlatschen. Rechts runter. Rechts. Rechts runter. Rechts runter. Rechts, rechts runter. Die wir ja gar nicht zurückbeamen brauchen von hier aus. So, rechts runter. Rechts. Kein Kommentar. Rechts und dann nochmal runter. So, Mann. Warum springe ich denn da drauf? Ich sehe den doch da fahren. Ich habe gedacht, ich könnte noch davor landen. Ja, kann ich direkt wieder zurückgehen in die Medbay. Und dann sind wir auch schon wieder fast da. Dann muss ich gleich nochmal runter, rechts hoch und dann weiter nach rechts. Das ist echt gut, dass wir diesen Minen-Auffind-Suchmechanismus Gerät gefunden haben. Genau, das konnte ich auch noch machen. Stimmt. Ich kann nämlich jetzt einfach hier runter. Perfekt. Mist. Komm her. Das ist echt doof, dass man da selbst nicht durch die Wand durchschießen kann. Sehr schön. Aber. Ja, einfach durch hier. Ist mir jetzt egal. Ich habe Unepic mal wieder installiert. Aufgrund hier vom Mini-Ghost. Immer noch genauso viel Spaß wie damals. Hier können wir durch, ne? Genau. Und dann sind wir auch schon wieder fast an der Stelle, wo das Video begonnen hat. Mit der gleichen Lebensanzahl. So. Dann haben wir nur noch einen Raum. Dann ist da wohl der Bossgegner drin. Vermute ich jetzt zumindest mal. Nö, nicht wirklich. Oder vielleicht doch. Bringt mir hier gar nichts, oder? Das bringt mir hier gar nichts. Gibt es ja tatsächlich in dem Bereich keinen Bossgegner? Was mich jetzt verwundern würde. Oder hatten wir den Raum schon irgendwo anders aufgedeckt? Nicht, dass das jetzt unheimlich viel Sinn machen würde, zu dem zu gehen mit meinen 2 HP. Aber ihr seid das ja von mir gewohnt, von daher. Null Probleme. Nein. Wie war das nochmal? Da habe ich dann alles verloren, ne? Ja, so ein Unsinn. Nein! What have I done? Falsche Taste gedrückt. Jetzt kann ich komplett von neu... ist nicht ernsthaft, oder? Nicht ernsthaft. Wow. Okay, dann sollte der Entwickler vielleicht da auch noch eine kleine Sicherung einbauen.
Super, der Spielstand ist weg. Kann ich wieder komplett von vorne anfangen? Das kann doch unmöglich sein. Gut, starten wir ein neues Spiel oder schauen wir uns einfach mal Custom Map an. Wir haben keine Available Maps, Workshop Map, Switch Modes. Ja, total toll. Darf doch nicht wahr sein. Ja, fangen wir halt nochmal von vorne an. Wo ist das Problem? Mein Gott. Na gut, dann soll das halt die letzte Episode sein hier. Schauen wir noch ein paar Minuten. Nochmal das ganze Geballer uns an. Das ist jetzt aber echt doof. Naja, wenn man mit den Gedanken nicht ganz bei der Sache ist, sollte man eventuell auch nicht aufnehmen. Aber das lässt sich jetzt nochmal nicht ändern. Ich meine, beim Laden, da macht er ja tatsächlich die Sicherheitsabfrage. Sollte er eventuell... Servo fehlt. Und war schneller mit. Sehr schön. Sollte er eventuell auch beim Laden machen. Beim Speichern. Und das war jetzt echt doof. Auf der anderen Seite kriege ich jetzt wenigstens nochmal die Gelegenheit, dann irgendwie den Boss zu üben, den ersten. Und den zweiten zu finden. Naja, den hätte ich euch jetzt noch gerne gezeigt, den zweiten Boss. Aber sei es drum. Das Spiel, na, dann werde ich die Episode so legen, dass das Spiel dann heute erscheint. Und ich meine, Gott, für 2 Euro könnt ihr euch das selber gönnen. Den Entwickler unterstützen. Und stundenlang Spielspaß haben. Ja klar, kauft die Map. Naja, alles wieder komplett zu. Gut. C'est la vie. Können natürlich auch der Anfang eines wunderbaren Speedruns sein. Ich wollte nämlich eigentlich, bevor ihr euch jetzt fragt, wieso, weshalb, warum. Ich wollte die Spezialwaffe benutzen. Wie ging die denn nochmal? Ach so, genau. Mit Kreis. Alles klar. Ich habe mir jetzt auch noch gefehlt, dass ich da runterfall. Knockback ist auch so eine richtig doofe Erfindung. Also wer sich das hat einfallen lassen. Ja, und wenn das Spiel dann mal draußen ist, dann gibt es auch noch einen ganz besonderen Online-Mode. Der heißt irgendwie Tease Your Friends oder Troll Your Friends. Da kann man dann, glaube ich, irgendwie in ein laufendes Spiel eines Kollegen einsteigen und dann irgendwie die Gegner steuern oder sowas in der Art. Ich habe es halt noch nicht ausprobieren können. Ist im Moment noch niemand online. Aber das werde ich mir sicherlich auch nochmal angucken, wie genau das funktioniert. Klingt auf jeden Fall lustig. Ja. Hier kommen wir nicht weiter ohne den Minensuchauffindapparat. Aber hier geht's weiter. Ah! Heil mich. Heil mich, danke. Oh, ich merke gerade, man kann auch die Feuertaste gedrückt halten. Das weiß ich jetzt allerdings nicht, ob das gepatcht hat oder ob das schon von Anfang an so war. Ich meine, das wäre nicht von Anfang an gewesen. Ich meine, das wäre neu. Aber okay, jetzt geht's halt. Sauerfeuer ist schon praktisch. Erinnert mich an die guten alten Zeiten mit meinem Competition Pro, der einen extra Dauerfeuer-Button hatte. Ich bin ja wieder hier. Naja, man muss irgendwo da unten rumkrauchen und dort versuchen, weiterzukommen. Kann sie sich eigentlich auch bewegen? Ja, aber ein bisschen langsam, wenn sie schießt. Ich meine nicht, dass sie sowieso schon schnell unterwegs wäre. Trotz Servo-Feed. Ein nach rechts und dann nach unten. Na gut, aber ich würde auch sagen, lassen wir es an der Stelle gut sein. Wie gesagt,
Wenn ich das dann richtig time, erscheint Mini-Ghost heute auf Steam. Wird dann 2 Dollar kosten, deswegen gehe ich davon aus, dass es dann auch 2 Euro kosten wird. Das macht Steam ja gerne so, dass die Preise da einfach nur angepasst werden. Und ich denke, für 2 Euro kann sich das jeder gönnen. Ja, hier waren auch mal welche. Die finde ich echt gemein. Das ist gemein, einfach nur gemein. Okay, lassen wir es an der Stelle gut sein. Mini-Ghost sollte dann heute erscheinen auf Steam. 2 Euro. Probiert es einfach mal aus. Ist ja ein nettes kleines Spiel und versaved euch nicht, so wie ich es vorhin getan habe. Bedanke mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye, bye.